Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wieder der Revano. Hallo. Wow, ich habe heute mal diesen Anfangstext komplett geschafft, ohne mich zu verhaspeln. Ist das nicht ein Traum? Hast du halt war geübt? Ja, jetzt gerade die letzten Matches habe ich geübt, ja, immer wieder verquadert. So, der liebe Revano ist rechts diesmal und du wirst sein der Cesaro. Cesaro wieder am Start. Cool. Ja, oh Mann, wir sind jetzt immer noch im Viertelfinale, meine lieben Freunde. Cesaro. Und ja. Gegen wen darf ich antreten? Ich muss ihn gerade auch suchen. Ich habe im Moment eine Pechsträhne, meine lieben Freunde. Ich hoffe, dass ich sie wieder zerstören kann, die Pechsträhne. Ui, ja. Der Christian, das ist auch so eine Nuss. Oh Mann. der Christian, aber man ist ja doch froh, ihn zu haben. Der Christian. Der liegt auf dem Boden und pinnt dann auf einmal. Ja, der steht einfach wieder auf. Pinnt dann mit seinem blonden Härchen. Der Landvogt ist am Start. Ich hoffe, Cesaro. Ich kann mal einen Beintornado machen. Dann müsst ihr auch mal, wenn er im Dorten liegt, an die Füße gehen und nicht ständig irgendwie drum rumschmubbeln. Meine Damen und Herren, es geht los, das Match des Jahres. Damen und Herren? Damen und Herren und Kinder und Erwachsene, alle werden Damen und Herren. Hallo, meine Damen und Herren. ich sagte Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob das eine Darmkrankheit oder so ist. Ich weiß es nicht. Es kam nicht an. Keine Ahnung. Damen und Herren. Nein, es hat nicht geleckt. Du hast gesagt, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich auch mal gehabt. Ja, das warst du schon draußen 30 Mal. Was da sind noch gar nicht. Was? Der Landvogt ist da. Ich geb dir eine durch. Dreh dir ins Gesicht, du Junge. Der Landvogt. Ha. Kabam. Oh. Oh, du hast mir voll in die Klöte getreten. Zack. Ah. Ah, die geben gar nicht auf, die beiden, wa? Das sind richtig kleine Wilde. Oh, ich hab auf die falsche Seite jetzt geguckt. Hä? Ui, Alter. Ich hab einen Move gemacht und meiner gibt auf. Ah! Aua. Der Christian! Kommt schon wieder raus hier! Der alte Techniker hier. Oh, du bist so doof. Ich dachte, warum die manchmal springen die nämlich sofort auf das zweite Seil. Ja, du darfst nicht hinrennen. Ja, ich wollte nicht hinrennen. Ich bin gelaufen. Nee, du bist gerannt. Ansonsten macht er das. Ach, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gedrückt sofort. Sofort. Ist ärgerlich, sowas. Weil man drückt und passiert nichts. Wieso? Oh, oh. Oh. Jetzt zermatscht mich, der Junge. Diese? Zack. Alter, der Onkel, der holt irgendwie aus einmal irgendwelche unvorstellbaren Kräfte raus. Merkt ihr das? Der Onkel. Ja, ich bin so geflasht hier, was hier abgeht, dass ich noch nicht mal mehr reden kann. Wieso macht er das? Merkt ihr das? Was ist denn hier los? Rast hier aus. So will ich das. Und wehe, du kommst jetzt wieder raus, da flippe ich aus hier. Mann. Ist ja unbesiegbar hier sowas, ey. Hallo, pack den nochmal endlich. Jawohl. Ah, ich liebe diesen Move, diesen Cesaro hinten. Breaker. Aha. Ja! Dieser kleine miese. So mag ich das. Und jetzt der Schulter, der Genickrubbel. Oh, der Cesaro hat aber schon Pakete, ne? Programmiert. Der war nur unser kleiner Homo, der guckt immer nur auf so ein Zeug. Nö, wieso? Der Alter, ein Körper. Ich bin ein Sportfan. Das hat nichts mit Homophobie zu tun. Alter, der kommt schon wieder raus mit irgendwelchen übermenschlichen Kräften. Ich verstehe es nicht. Das ist der Christian-Fluch, ist das. Alter. Ah? Ja!
Und ich habe ihn, ich habe ihn. Wunderschön. Ja, ja. Traumhaft. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich habe ihn. Ich habe ihn, habe ich gesagt. Nein, wieso? Tu's nicht. Weil ich darf. Nein. Weil ich der Christian bin. Hm. Ich habe überhaupt gar kein S. Du hast ein S. So. Oh, okay. Und er schleppt mich durch den Ring, die Sau. Oh, oh. Jetzt hat er ein S. Ja, ich hab ein S. Und er macht wieder irgendwelche komischen Sperenskis. Und Cesaro raus, meine lieben Freunde. Nein! Ich hab doch gedrückt! Ach, Scheißdreck! Oh, geh mir nicht auf den Sack da, Scheiße hier. Ja! Nein, das ist mein Cesaro. Finger weg. Mann, ich bin eine halbe Stunde bewusstlos. Der Landvogt ist wieder da. Der Landvogt. Ich bin der Landvogt. Ich komm vorbei, ich bin der Landvogt. Vogt! Damn, Junge. Alter, Landvogt! Mach dich doch nicht zum Ei! Landfuchs! Oh. Ach, er kommt wieder raus, klar! Er schläft wieder mit den ganzen Dingen hier, das gibt's doch gar nicht! Ah! Hä? Schläft mit dem Ding? Warum kletterst du da hoch? Hab ich das erlaubt? Nö. Oh, meiner ist. Warte, ich komm wieder runter, warte. Ach, komm! Wieso reagiert er auf nichts mehr? Der geht nicht. Immer zu spät. Ich habe doch gar nicht gedrückt. Steh auf, Cesaro! Sei einmal ein Mann! War genug Mann in dem Turnier. Wenn man ein Mann sein muss, wenn man kämpfen will. Da war doch genug Mann. Nee, überhaupt nicht. Oh, oh, er kommt natürlich sofort wieder raus. Ja, gar kein Problem für den Christian. Nee. Ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil normalerweise ist Christian der Aufstehtyp. Also der Typ, der immer irgendwo auf die Fresse kriegt und dann auf einmal doch einen Sieg. Jetzt, wenn ich so eine Oberhand habe, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig gerade. Naja, ich habe auch so eigenartige Momente gerade. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, was mit dir los ist, frage ich mich. Ich. Du? Der will nicht, der will einfach nicht. Er will nicht dran teilhaben hier. Ah, doch, jetzt. Ach so. Boah, der unerwartete Finisher aus dem Nix. Das war nicht mein Finisher, du Vogel. Doch, das war also mein S halt, ne? Ja. Mann! Er kommt natürlich wieder raus, ja klar, ist der Christian! Ah, endlich, das hat wenigstens geklappt hier, Mann. Ich werde ja wahnsinnig mit dem. Oh, er kommt schon wieder raus. Ich sehe es schon wieder. Ich spüre es schon wieder. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hoch, 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 hoch. Ja. Da kommt es uns mal aus. Oh, oh. Och, wieso coverst du mich? Warum machst du das? Ich dachte, dann leg dich so drauf. So geschafft. Ja, sicherlich. Ja, denk doch mal nach. Covern werden mit Folgen bestraft. Covern? Oh. Naja, das Scheiße. Macht überhaupt nichts. Oh doch, das macht überhaupt wohl was. Oh, mein Herz. Aber ich will dir bloß sagen, dass dein komischer Schwung, ich glaube, ein Signator ist, ne? Nochmal so. Weil ja. Du den Signator einfach aus. Ich wollte ihn ja machen, aber kam leider nicht dazu. Kam nicht dazu, du Latschkopf. Ja, ist kein Witz. Du warst auf Geschäftsreise, ne? Oh, er macht wieder den. Ich wollte du sollst an die Füße gehen. Ja, ich war doch an den Füßen. Ne, ja, klar. Rivanos Füße hängen im Bauch. Natürlich, ja. Ich war an die Füße. Nee, warst du nicht. Ja, so halbwegs. Oder guck mal jetzt an die Füße. Vielleicht ist er auch ein Finisher. Kann auch sein. Ja, meiner ist gerade total erschöpft. Oder gehen wir auf die Knie, aber... Ich probier mal. Nee, da will er nicht. Hä? Hast du gar nicht probiert? Doch.
Da stand nur OM. Keine Ahnung, was das heißt. OMG, das ist doch da hinten. Ach so. Oh, Alter, da hat keine Ahnung. Davon. Nein! Doch. Da sagt er gerne die Füße, weißt du, damit er mich hier wegkicken kann von den Füßen. Die Sack. Die eine Füße. Der! Die hör jetzt aber auf. Du. Er hat schon zwei Finisher. Ja klar, ist der Christian. Die Kerl. Alter, ich fass es nicht, ey. Oh. Kim bockt dich ja irgendwie. Ist das schon ein Finisher? Ja klar. Ja, wie soll ich denn zwei Finisher überleben? Weiß ich nicht. Vielleicht überlebst du ja nicht mal einen, oder? Ja! Ja. Aber es heißt nichts. Du hast immer noch einen Finisher. Stimmt. Warum kriegt er so viele Finisher zusammen? Ich Weil ich schon einen hatte. Und jetzt habe ich deinen Signator. So schnell. Jetzt habe ich deinen Finisher nochmal abgeblockt. Oh, direkt wieder, ey, Leute. Nee. So, aber jetzt. Zwei und. Na, keine Ja, Ahnung. Raus. Ich will schön, der Rival. Hä? Der Rivano, der wartet aufs Finale. Dann was soll ich machen? Die Delay ist anders, auf, keine Ahnung. Rivano wartet auf. Aufs Finale, dass er dann wieder gewinnen kann. Ich seh's schon. Ja. Ich hab wieder den Wurm drin, liebe Freunde. Ich hab keine Ahnung, ey. Ja, jetzt geht's ja mal wie mir. Ich hab Matches verloren. Tagelang. Wir haben Sessions über Sessions, hab ich nur verloren. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Also, ja. Brauchst eigentlich gar nicht rumzuheulen. Hier geht's jetzt nicht. Nee, ich bin ganz zufrieden, aber trotzdem. Cesaro war toll. Ärgert mich ein bisschen. Aber ist okay. Ich freue mich aufs nächste. Ich hoffe, ich kann mal wieder einen Sieg verbuchen. Ja, kannst du als nächstes. Hoffe ich. Und ja, dann würde ich sagen, der Reh war noch mal dran. Nee, ich war dran, oder? Ich weiß gerade mal. Du warst dran. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim letzten Match im Viertelfinale. Und dann kommt auch schon, im Viertelfinale. Dann kommen wir ins Halbfinale und dann ist sogar das Finale. Ich freue mich. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss. Ciao.